begrüße Sie zur heutigen Vorlesung und habe heute ja vor, die zweite Hinführung zum Thema Lehren und Lernen, Didaktik und Methodik in dieser Veranstaltung zu behandeln. Ich hatte ja letztes Mal die erste Hinführung, die eher den lernwissenschaftlichen Ansatz thematisiert, hier eingebracht, habe versucht, ihn ein bisschen abzuwandeln. Ich habe in früheren Vorlesungen tatsächlich über lernwissenschaftliche Ansätze im Schwerpunkt gesprochen. Da wir ja hier das Wiki angehen und die Artikel angehen, die Lehr-Lern-Konzepte enthalten sollen oder kleinere Lehr-Lern-Arrangements, habe ich versucht, relativ früh auch Ansätze für entsprechende Lehr-Lern-Konzepte zu thematisieren. Sie erinnern sich, ich habe die Blum'sche Taxonomie angesprochen mit diesen verschiedenen Niveauebenen, die mit Lehren angesprochen werden können, da wo es um rein auf das Wissen, das sich Merken von Fakten und Regeln bezogen geht und die entsprechend darauf aufbauenden Ebenen. Ich hatte den Bezug hergestellt, um für Sie auch das zugänglich zu machen zu dem, was Ihrem Studium zugrunde gelegt ist. Ich habe hingewiesen auf das Leitbild der Lehrer am KIT, dass Sie sich auch laden können, und meine Empfehlung wäre, dass Sie das ruhig tun. Und dass dort eben einerseits auf diese Blum'sche Taxonomie Bezug genommen wird, als zweites auf das sogenannte Constructive Alignment. Und damit hatte ich die Namen John Biggs und Elizabeth Tang, oder Catherine Tang meine ich, verbunden. Und das ist das zweite Stichwort, was im Leitbild des KIT zur Lehre angesprochen wird. Und es sind gleichzeitig zwei didaktische Konzepte, die nicht identisch sind oder nicht unmittelbar miteinander verbunden sind, sondern es sind gleichzeitig auch zwei Möglichkeiten, die Sie in Ihrem Wiki-Artikel adressieren können. Also das wäre eine Möglichkeit. Und ich möchte heute zumindest ein weiteres Konzept einführen, und ich werde versuchen, Veranstaltung für Veranstaltung nicht nur thematisch weiterzukommen, sondern jeweils Ihnen auch ein Angebot zu machen, das Sie nach Wahl in Ihrem Artikel nutzen können, aber nicht müssen. Sie können auch weitere Ansätze, die Sie der Literatur entnehmen, verwenden. Ja, Sie merken schon, dass ich so ein bisschen auf das Wiki eingehe, und das wäre auch meine Idee, dass ich gerade heute zunächst nochmal was zu den Wiki-Artikeln sage. Es hat ganz gut funktioniert, die Zusendungen, und von daher haben wir einen Ausgangsstand, an dem Sie auch sich mit der Thematik beschäftigen können. Das läuft ja jetzt in gewisser Weise etwas problematisch parallel zum Fortschreiten der Vorlesung selber. Sie können also nicht, wie wenn das eine Klausur am Ende war, auf Grundlage der gesamten Vorlesung arbeiten, sondern es ist im Grunde ein simultanes Arbeiten, wo nach und nach Ihre Beiträge entstehen. Das ist jetzt in der Art dieses Leistungsnachweises, wie er entsteht, eigentlich nicht richtig anders möglich. Ich möchte es dadurch kompensieren, dass ich möglichst früh immer auf Konzepte auch zu sprechen komme, die Sie dort verwenden können oder die Sie als Vergleich nehmen können für die Wahl, die Sie selber treffen. Und Sie haben eben die Möglichkeit, auch sowohl über das Skript als auch über die aufgezeichneten Vorlesungen der drei Vorjahre nachzuvollziehen, was dann in der Vorlesung selber weiter stattfindet. Das gilt übrigens auch für diese einzelnen Hinführungen. Also ich habe auch da drei Hinführungen zum geschichtlichen Hintergrund didaktischer Ansätze dokumentiert. Von daher werde ich das nicht einfach wiederholen, was ich in den drei Vorjahren gemacht habe, sondern werde heute einen anderen Ansatz, der die geschichtliche Hinführung enthält, Ihnen vortragen und anbieten. Ich habe dazu eine Stichwortliste eingestellt, für diejenigen, die zu dem heutigen Tag sich das angesehen haben. Ich habe also keine Präsentation eingestellt, sondern werde heute diese Thematik auf Basis von meinen Stichworten, die ich mir überlegt habe, einbringen. Es ist ja so, es hat Vorzüge, eine Vorlesung immer in der gleichen Art und Weise durchzuführen. Also Martin Fischer hält sich da, glaube ich, sehr stark dran, dass es für Sie einen gewohnten Ablauf gibt. Ich habe mich eigentlich entschieden, ich möchte lieber eine gewisse Vielfalt Ihnen anbieten. Und da gibt es eben mal eine trockenere Vorlesung. Es gibt mal eine, wo Gäste dabei sind. Es gibt mal eine, wo man irgendwelches Equipment dabei hat und was zeigt. Es gibt was, wo eine Präsentation das trägt, was dann vorgetragen wird. Und heute würde ich auf Basis dieser Stichwortliste arbeiten. Ja, aber bevor ich da einsteige, nochmal zu dem Thema des Wikis selber. Da ist es ja so, dass Sie das finden auf dem in der Ilias-Umgebung, und zwar
unter Wiki zur Vorlesung. Ich habe das oberhalb von dieser Liste der Termine hier eingefügt. Und wenn Sie dort hineingehen, dann finden Sie eigentlich seit gestern Abend das, was ich dort noch eingetragen habe. Und zwar habe ich einfach das, was Sie mir zugesandt haben, mehr oder weniger identisch übernommen. Ich habe also ein paar ganz kleine Formulierungsänderungen vorgenommen. Die können Sie auch noch weiter ändern. Also das ist jetzt nicht einmal festgeschrieben und Sie müssen das entsprechend beibehalten. Es ist einfach erstmal eine Platzierung. Und wenn Sie das ansehen, habe ich das schon versucht, so ein bisschen in Gruppen zu strukturieren. Und es ist eigentlich so, dass durch diese Verlinkung für Sie auch jeweils es schon möglich sein sollte, dass Sie in Ihren eigenen Artikel hineingehen. Also Sie müssten einfach auf diese grüne Verlinkung klicken und dann müsste eigentlich ein neues Fenster oder ein neuer Tab für Sie aufgehen und Sie müssten eigentlich auch schon Schreibrechte haben. Also dass Sie das bitte mal ausprobieren, ob das funktioniert, und wenn es bei Ihnen nicht funktioniert, dann liegt es irgendwie an meiner Rechtezuordnung und dann muss ich selber nochmal sehen, was noch zu tun ist. Ich habe also seit gestern versucht, Ihnen die Rechte auf Schreibrechte dort zu genehmigen. Nochmal lauter. Ich habe mir selber das Gefühl, dass es schon so laut wäre, deswegen versuche ich. Ah ja, okay. Also ich spreche vielleicht einfach ein bisschen lauter, dann geht es auch. Die Gruppen, die ich jetzt mal einfach aufgrund der Stichworte, die Sie mir geschickt haben, angelegt habe, sind zunächst mal Lehr-Lern-Konzepte, die im sportlichen Bereich nach meiner Einschätzung angesiedelt sind. Das ist natürlich im Normalfall relativ weit weg von der beruflichen Bildung. Es gibt aber hochinteressante und sehr stark ausgearbeitete Konzepte der Didaktik, gerade im sportlichen Bereich, und zwar sowohl bei allen Dingen, die mit Leistungssport zu tun haben, als auch bei den Ansätzen, die mit dem Breitensport oder auch dem Schulsport zu tun haben. Insofern ist es ein hochinteressantes Gebiet und gegebenenfalls sehr lehrreich, auch für die berufliche Bildung. Also zu überlegen, kann man Ansätze, die hier im sportlichen Bereich existieren, übertragen auf andere Bereiche der Bildung und der Didaktik. Und von daher scheint mir das durchaus auch adäquat, dass wir hier eine ganze Reihe von Ansätzen haben, die im sportlichen Bereich erstmal zuzuordnen sind. Dann habe ich eine zweite Gruppe, die Themen aus dem Bereich des Erlernens von musikbezogenen Vorgängen oder von musikbezogenen Kompetenzen, würde ich jetzt vielleicht sagen, thematisieren. Da habe ich auch einfach erstmal diese Stichworte übernommen und die so eingetragen, und vielleicht prüfen Sie selber, ob Sie sich damit auch richtig eingeordnet fühlen oder ob Sie sagen, nee, aber meine Thematik würde ich eher in einer anderen Gruppe oder in einer anderen Hauptüberschrift sinnvoll platziert sehen. Dann gibt es einen Ansatz, der explizit mit spielbezogener Didaktik oder spielbasierter Didaktik beschäftigt. Da hatte ich in den Vorjahren mehr. Es könnte sein, dass jetzt auch einige von Ihnen noch sagen, ich sehe eigentlich mein Thema tatsächlich verbunden mit diesem spielbezogenen Ansatz. Wenn Sie die Vorlesung vom letzten Jahr, die einführende Vorlesung vom letzten Jahr ansehen, dann habe ich hier einen Schwerpunkt, der sich mit spielbezogener Didaktik beschäftigt und der dort auch ja, vielleicht für Sie Ansätze bietet, wenn Sie sich mit didaktischen Konzepten im Rahmen des Spielens beschäftigen. Dann ein weiterer Bereich, der sich mit digitalen Medien vor allen Dingen beschäftigt. Da habe ich auch zum Teil die Möglichkeit gesehen, dass man hier noch mehr zuordnet. Im Augenblick sind hier drei Artikel. Gegebenenfalls könnte man den Spielansatz auch diesem Medienansatz mit zuordnen. Ja, dann ist vielleicht von meiner Seite etwas problematische Überschrift, die habe ich jetzt mal gewählt, Kommunikation. Da habe ich all die Ansätze, die eher in dem Bereich des Erlernens einer Sprache, einer Fremdsprache sich bewegen und dann die in irgendeiner Weise mit dem Umgang mit Tieren zu tun haben. Also mehrere Vorschläge kamen, wo es um das Training eines Hundes oder von Hunden thematisiert. Aus meiner Sicht wäre es eigentlich zunächst mal vorgesehen, dass sich auch bei dem Umgang mit Tieren die Didaktik auf den Menschen bezieht. Also das ist ja oftmals, auch wenn Sie Probleme mit Hunden als zum Beispiel Jogger erleben, dann ist die Ursache meist nicht beim Hund, sondern bei dem Halter, der Halterin. Und von daher ist auch die Hundeschule eigentlich eine Halterschule. Und das wäre meine Überlegung, dass Sie auch, wenn Sie didaktische Konzepte hier thematisieren in Ihrem Artikel, sich darauf beziehen, wie jemand, der
ein Hund trainiert, didaktisch in dieses Verständnis des Vorgangs hineingeführt werden kann. Und ähnlich, denke ich, ist es beim Umgang mit Pferden. Also ich habe die Artikel als solche aufgenommen und wir können uns darüber uns auch noch auseinandersetzen, ob es sozusagen eine Didaktik für das Tier gibt und ob wir die im Rahmen dieser Veranstaltung mit einfließen lassen sollten. Auch dafür gibt es übrigens ausgezeichnete Literatur in vielfältigster Weise und Sie hätten dort durchaus die Möglichkeit, auch entsprechende didaktische Konzepte hier einzubringen. Auch dort nach meinem Ansicht vielleicht keine direkte Übertragbarkeit, aber doch eine mittelbare Übertragbarkeit und von daher auch passend im Grunde. Dann habe ich eine Sammelgruppe, ich habe die mal allgemeine Ansätze genannt. Ich hatte eine ganze Reihe von Zusendungen, von den Stichworten, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie den Auftrag als solchen für sich richtig eingeordnet haben. Es geht ja bei dem Artikel eher darum, dass Sie ein konkretes Lehr-Lern-Arrangement, also eine Unterrichtseinheit oder einen abgegrenzten kleineren Abschnitt in den Mittelpunkt rücken. Also nicht einen riesen breiten Artikel über eine große Thematik, sondern eher sich etwas Ausgewähltes hier suchen. Und da wäre zum Beispiel die Gestaltung einer Unterrichtssituation, wäre so ein Stichwort, was kam, da wäre es sicherlich sinnvoll, diese Situation einzugrenzen, zu spezialisieren, auf die dann die gestaltungsbezogenen Anteile im Artikel sich beziehen. Also da habe ich jetzt erstmal die allgemeineren Überschriften hier übernommen, aber die Empfehlung wäre, dass Sie da sich noch, also diejenigen, die hier Artikel angemeldet haben, sich noch entscheiden, auf welchen Anwendungszusammenhang Sie das beziehen. Ja, und dann gibt es eine ganze Gruppe von ich habe die mal als berufsbezogen eingeordnet. Das kann sein, dass diejenigen, die mir ihre Themen geschickt haben, das gar nicht so selber vorgesehen hatten. Da können wir auch noch Unterscheidungen machen, weil der Übergang zwischen dem, was man beruflich tut und dem, was man im Alltagsleben oder im öffentlichen Leben tut und was man dafür erlernt, diese Abgrenzung ist gar nicht so zwingend. Also auch dort ist es so, wenn Sie auf eine der Vorlesungen der Vorjahre zurückgreifen, dass sich die Gegenüberstellung von Lernen und der Lernkonzepten für Dinge, die wir im Lebensalltag, im öffentlichen oder privaten Leben tun können, zu dem, was wir im beruflichen Bereich tun. Diese Abgrenzung ist nicht so scharf, wie man das erstmal sich vorstellt. Ich nenne dafür das Beispiel des Fahrenlernens. Es gibt den Beruf des Kraftfahrzeugführers und der Führerin, entsprechende Ausbildung dazu und auch eben Ausbildung, Berufstätigkeiten, die sich mit dem Führen von Fahrzeugen beschäftigen. Aber das ist natürlich etwas, was auch mehr oder weniger nahezu jeder erwachsene Mensch in Deutschland irgendwann erlernt und es gibt diesen ganzen Sektor der Fahrschulen und der Fahrprüfungen und der Fahrprüfungsvorbereitungen und damit diese beiden Ebenen des eher alltäglichen Lernens und des beruflichen Lernens. Die Beispiele, die hier kamen, also zum Beispiel Nähen, es gibt natürlich den Schneiderberuf, es gibt natürlich die Textilwirtschaft, aber es ist auch etwas, was sowohl im Hobbybereich als auch in höchster Güte einfach durch eigene persönliche Übungen, Gebrauchnahme entsteht, ebenso wie Kochen und Backen. Also es gibt natürlich die Berufe Konditorin, Konditor, Koch, Köchin und das aber eben auch ein Vorgang, den wir in unserem Lebensalltag erlernen und verwenden. Also da wäre für diejenigen, die das hier in ihrem Artikel thematisieren, vielleicht noch zu überlegen, ob sie das sozusagen mit einem beruflichen Bezug oder eher dann einem Bezug, der jetzt nicht unbedingt beruflich eingeordnet ist, hier tun. In der heutigen Vorlesung werde ich noch auf einen Ansatz zu sprechen kommen, der explizit dieses berufliche Element in den Mittelpunkt stellt, sodass, wenn Sie diese Überlegung angehen, Sie vielleicht auf Grundlage der heutigen Vorlesung auch nochmal die Abgrenzung klarer erkennen. Ja, und dann kommen eben einige Ansätze, die meines Erachtens eindeutig auch dem beruflichen Bereich zugeordnet werden können und andere, wo meine Bitte wäre, dass Sie das für sich noch überlegen. Die Konzeption der Entstehung des Wikis ist, dass wir in Gruppierungen arbeiten, die so eher 4 bis 8 Artikel enthalten, also dass sie nicht gleich in dem gesamten Feld von, jetzt glaube ich, sind zwischen 50 und 60 Artikeln sich orientieren müssen, sondern eher in einem thematischen Bereich dann lesen, was entsteht in den anderen Artikeln, wie kann man Querbezüge herstellen, wie kann man vielleicht auch kommentieren, was von den anderen geschrieben wird. Vielleicht mal zu der grundsätzlichen Erwartung an diese Artikel. Die
Ich habe Erfahrungen damit gemacht, die Themen, sag mal, zum Teil vorzugeben. Ich habe also früher Themen genannt, unter denen man sich wählen konnte. Ich habe Erfahrungen damit gemacht, dass man sozusagen ein sehr breites Spektrum entsprechend der Themen im Skript anbietet für die Artikel. Und ich hatte jetzt einmal eine Erfahrung gemacht, dass die Artikel sich alle auf ganz konkrete Lehr-Lern-Arrangements beziehen. Also eben eine Unterrichtseinheit, eine Unterrichtsstunde im Bereich des Musikbereichs oder ein Orchester Übungsabend, also dass sie das eingrenzen, und das scheint mir sinnvoll für diese Art Artikel. Das muss jetzt nicht ein Unterricht sein, es kann auch ein Training sein, es kann auch eine Selbstlerneinheit am Computer sein oder eben ein Spieletraining mit einem Rollenspiel, aber es sollte im Kern sich konzentrieren auf einen solchen engeren Rahmen, also nicht ein so breites Thema. Das wäre meine Empfehlung, meine Anforderung auch daran, wie Sie den Artikel anlegen. Dann soll es ein wissenschaftlicher Artikel sein, also nicht, dass Sie Ihr ganzen Erlebnis und Erfahrungen dort darstellen, sondern dass Sie Bezug nehmen auf eine oder mindestens eine wissenschaftliche Literatur. Das ist manchmal auch interessant für die Thematik, die Sie bestimmen. Wenn Sie ein Thema wählen, wo Sie dann beim auch intensiven Suchen gar keine Quellen finden, dann ist es ein schwieriges Thema. Dann wäre eher zu raten, dass Sie Ihr Thema leicht abändern, sodass Sie anknüpfen können an entsprechende, auch veröffentlichte didaktische Konzepte. Und zwar, ob das im Bereich der Musikdidaktik, Sportdidaktik oder beruflichen Didaktik ist, dass das ein wesentliches Element Ihres Artikels sein muss. Dann gibt es einen eigenen originären Anteil, also gerade im Bereich des Umgangs, jetzt zum Beispiel Hundetraining, da fällt es mir selber schwer, etwas mir zu überlegen, was nicht schon in Länge und Breite in der Literatur untersucht ist. Also da wäre vielleicht das auch eine gewisse Herausforderung, dass Sie einen originären eigenen Anteil in Ihrem Artikel bestimmen. Aber das wäre die Erwartung, dass Sie also nicht nur etwas referieren, was Sie in der Literatur finden, sondern einen kleineren eigenen Ansatz hier auch mit erarbeiten. Ja, es waren jetzt zwei Fragen. Das eine, ob man auch mehrere Lehrkonzepte in dem einen Artikel unterbringen kann, und das zweite, was sozusagen der Stand, die Erwartung zum nächsten Meilenstein sein soll. Das erste, das würde ich Ihnen nicht sozusagen verweigern, dass Sie das machen können, aber es macht den Artikel anspruchsvoller. Also erstmal würde das, denke ich, auch sich empfehlen, sich auf einen Ansatz zu beziehen und den auch zu bewältigen. Wenn Sie mehrere Ansätze oder zwei Ansätze einbringen wollen, dann wäre sicherlich die Gegenüberstellung oder der Vergleich auch eine Notwendigkeit in dem Artikel. Und das müsste man belegen, ob man das eben machen kann. Also zum Beispiel jetzt mit dem Thema vom letzten Mal, also den Ansatz der Taxonomie mit dem des Constructive Alignment zu verbinden, das könnte ja tatsächlich auch eine Thematik sein, wo dieser Abgleich, wie passen die eigentlich zueinander, in dem Artikel behandelt wird, und dann eben mit einem Anwendungsbeispiel. Sie sehen ja, dass ich hatte das ja letztes Mal gesagt, dass ich einen Beispielartikel eingestellt habe, und das ist jetzt nicht, dass Sie sich alle an diesem Muster unbedingt orientieren müssen, aber dass Sie ungefähr eine Vorstellung haben, wie ich jetzt denke, dass ein solcher Artikel aussehen kann, und das sowohl von der Struktur als auch von der Art der Darstellung. Und das wäre die Erwartung sozusagen an diesen Meilenstein 1, dass Sie zumindest Ihr Thema soweit konkretisieren, dass die Fragestellung, die Sie oder die Thematik, dass die eindeutig benannt ist, und dass Sie eine Art Gliederung, erste Gliederung, vielleicht eine Kurzbeschreibung auch dort einfügen. Und wenn Sie sich auf Literatur beziehen, dass Sie die Literatur benennen. Da habe ich auch in meinem Beispielartikel hier unten eine Art, wie eben Literatur dort aufgelistet werden kann. Es macht übrigens eigentlich nur Sinn, dort Literatur aufzulisten, die Sie in dem Artikel auch verwenden. Also jetzt nicht irgendwie, was noch alles interessant ist, dort auflisten, sondern im Grunde eine Entsprechung von dem, was Sie in Ihrem Artikel auch aufgreifen und verarbeiten, zu dem, was dann in der Liste enthalten ist. Ich habe hier in dem Beispielartikel verwiesen auf einen Ansatz nach Winfried Schmeil. Sehen Sie hier. Und Schmeil war ein Didaktiker, der über viele Jahre hier an der
Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe gelehrt hat und gearbeitet hat und der eben auch sich zu didaktischen Ansätzen entsprechend in seinen Veröffentlichungen geäußert hat. Ich beziehe mich auf ihn und übernehme ein Element aus seinem Ansatz für das Anwendungsbeispiel. Und so ist es eigentlich gedacht, dass Sie als Beispiel sich auf das Constructive Alignment beziehen und das in Ihrem Anwendungsbeispiel dann thematisieren. Jetzt die Frage, wie man zum Beispiel, wenn man jetzt im Bereich eines musikalischen Themas dieses Constructive Alignment anwenden kann, habe ich jetzt erstmal auch keine Idee, aber es gibt dort eine ganze Reihe von Ansätzen. Ich nenne mal ein Beispiel, das mir bekannt ist aus dem Bereich des Musikunterrichts, ist ein differenzielles Lernen, dass Sie, wenn Sie eine bestimmte Komposition sich aneignen wollen, dass Sie das nicht immer in gleicher Weise immer wieder durchnudeln, sondern dass Sie immer wieder es unterschiedlicher Weise durchspielen. Und dadurch, dass Sie etwas in einer differenzierten Weise kennenlernen, mal schneller, langsamer, unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, lauter, leiser etc., durchdringen Sie etwas, wo Sie vielleicht nachher dann zu einer gewählten und eigentlich auch dann sozusagen beabsichtigten und geeigneten Weise kommen. Aber dieser Ansatz, didaktisch mit den Unterschieden umzugehen, um dann etwas kennenzulernen und sich vielleicht zu entscheiden, wie es adäquat einsetzen, wäre ein didaktischer Ansatz. Den finden Sie auch in der Literatur und man könnte den zum Beispiel nehmen. Also das ist, ich weiß nicht, ob das reicht, also es war die Frage, reicht es, wenn man einen Ansatz wählt und den auf das Beispiel bezieht, aber das ist genau der Ansatz, den Sie eigentlich im Rahmen auch einer wissenschaftlichen Darstellung benötigen. Sie stellen sich eine Thematik, eine Fragestellung, dann suchen Sie eine wissenschaftliche Literatur, auf die Sie das beziehen und verbinden das in Verbindung mit Ihrem eigenen Ansatz. Also dieser Dreiklang, der macht einen Artikel zu einem wissenschaftlichen Artikel. Also die Frage war jetzt, wie weit weg kann diese Bezugsliteratur zu Ihrem Anwendungsfall sein? Das ist sozusagen ein gewisses Risiko. Umso weiter das weg ist, umso weiter ist wahrscheinlich der Weg zu Ihrem Anwendungsbeispiel. Ich hatte das ja auch ein bisschen angesprochen, dass wenn man sich auf die Blum'sche Taxonomie bezieht, wie wir das mit dem Leitbild des KIT tun, dann ist es eine Veröffentlichung aus den 50er Jahren, das ist jetzt schon 70er Jahre her, die sich ja auch auf einen anderen Zielbereich bezogen hat. Und da muss man natürlich rechtfertigen, warum man diesen Ansatz für der Überprüfung geeignet hält für einen ganz modernen Anwendungsbereich. Also das wäre Gegenstand des Artikels. Und übrigens, der Artikel soll ja auch nicht in dem ersten Entwurf fertig sein, sondern das ist ja dann Gegenstand des gemeinsamen Arbeitens, auch der wechselseitigen Kommentierung, inwieweit das, was Sie in jeweils Ihrem eigenen Artikel darlegen, auch für die anderen Leser nachvollziehbar ist. Also das soll eigentlich gerade Element der Arbeit sein, im Zuge der Vorlesung diesen Artikel zu bessern und letztendlich in einen dann auch geeigneten Zustand zu bringen. Also das soll nicht gleich beim ersten Satz da sein. Sie können auch in dem Wiki bis zum letzten Zeitpunkt ändern, löschen, neu anlegen. Also Sie können bis zum letzten Zeitpunkt arbeiten. Wenn es um die Frage der Bewertung geht, wird erst der letzte Stand bewertet. Und insofern können Sie auch den Ansatz, den Sie zunächst mal wählen, dann noch modifizieren, wie sich auch Ihr Verständnis und Ihr Denken zu der Thematik weiterentwickelt. Genau, es geht um die Didaktik und Sie brauchen eine Literatur, die sich mit Didaktik beschäftigt. Es gibt auch Didaktik zum Training von Tieren und die müssten Sie natürlich finden. Es gibt wahrscheinlich sogar Fachzeitschriften, die sich explizit damit beschäftigen. Ich weiß, dass es Fachzeitschriften zur Didaktik der Musik und zur Sportdidaktik gibt. Ich muss jetzt sagen, zugeben, dass ich mich, also ich weiß auch beim Reittherapie, Reitdidaktik, da gibt es auch etwas bei Hunden. Nehme ich an, da wir ja Millionen Hunde um uns haben, wird es das auch geben. Also darum geht es. Und das wäre auch der Ansatz, der hier in dieser Veranstaltung im Mittelpunkt stehen sollte. Ich habe dazu die Empfehlung, und ich hatte das letzte Mal oder vorletztes Mal gesagt, dass ich hier nicht mich im Einzelnen äußere, wie zu zitieren ist, wie wissenschaftliche Formulierungen aussehen, wie sie recherchieren. Das ist eigentlich etwas, wovon ich ausgehe, dass Sie das im Rahmen anderer Veranstaltungen auch sich aneignen. Und meine Empfehlung ist auch, dass Sie mit verschiedenen Werken sich mal vertraut machen, die mit dem wissenschaftlichen Arbeiten sich beschäftigen und auch mit der Frage, wie schreibe ich eine Hausarbeit, wie bereite ich eine Präsentation, ein Referat im Rahmen des Studiums vor, wie recherchiere ich Literatur, wie schreibe ich eine Bachelorarbeit, wie schreibe ich eine Masterarbeit etc. All diese Dinge finden Sie in diversen Werken. Ich habe jetzt mal eins mitgebracht hier von Rost, Lern- und Arbeitstechniken für das Studium.
Sie finden in der Bibliothek hier eine Fülle von Büchern zu dem Thema in den Regalen und Sie finden sie auch in der Bibliothek als elektronische Angebote. Meine Empfehlung, gucken Sie sich da ein bisschen um. Die haben ganz unterschiedliche Art und suchen sich etwas, was Ihnen für sich selber geeignet scheint. Der Rost als Beispiel äußert sich hier über das gesamte Breite der Themen von, meine ich, ja, Schwierigkeiten, die im Studium aufkommen können, wie man sein Studium strukturiert, wie man selber sich beteiligt an Lehrveranstaltungen, wie man Texte schreibt, wie man Formulierungen schreibt, wie man eine Fragestellung definiert, wie man eine Hypothese aufhört. Es gibt die ganze Breite und da wäre meine Empfehlung auch für die Arbeit in den Artikeln, suchen Sie sich etwas in dieser Art und orientieren sich daran auch in der Art, wenn Sie Ihren Artikel schreiben. Also einfach als Hilfe, weil das im Rahmen dieser Veranstaltung nicht im Einzelnen behandelt wird. Ich werde allerdings in der Veranstaltung immer wieder auch auf die Artikel eingehen und Sie können auch mich anschreiben nach einer Weile und sagen, bitte kommentieren Sie meinen Artikel, weil ich werde selber auch kommentieren. Und das mache ich erstmal so, wie ich selber Artikel einfach interessant finde oder kommentierenswert. Aber auch wenn Sie mich fragen und sagen, bitte kommentieren Sie meinen Artikel, dann werde ich auch einen Artikel jeweils zu Ihrem Beitrag hier verfassen. Ja, da werde ich natürlich auch versuchen, Regeln, wie sie beim Rost genannt sind, selber einzuhalten. Also, dass ich hier eine Art der wissenschaftlichen Sprache verwende. Mal um jetzt in dem Rost ein Beispiel aufzunehmen. Er schreibt auf Seite 121 unter dem Titel, der Artikelüberschrift 7.6, das sich äußern. Zur Mitarbeit in hochschulischen Lehrveranstaltungen gehört auch das Fragenstellen und sich äußern. Zum Fragenstellen gibt es ein eigenes Kapitel. Ein gewisses Lampenfieber ist dabei normal, legt sich aber zumeist mit der Routine, die sich durch das sich äußern allmählich einstellt. Sofern Sie etwas nicht verstanden haben und nur dann fragen, fragen Sie kurz und direkt dazwischen etc. Also einfach um ein Beispiel zu geben, wie anschaulich und wie, sagen wir, auch grundlegend in diesen Werken Dinge dargestellt sind und letztendlich in dem Niveau dann bis zu den Anforderungen, die Sie für die Erstellung einer Abschlussarbeit bräuchten. Also mein Tipp, falls Sie das noch nicht tun, gucken Sie mal in die Literatur in diesen Richtungen hinein. Das ist auch nicht irgendwie, sagen wir, dass man da erhaben drüber wäre, sondern das ist durchaus hilfreich und könnte vielleicht einige Fragen beantworten, die Sie sonst gerne hier in der Veranstaltung auch an mich stellen würden. Gut, soweit zum Thema Wiki. Also nochmal, bitte probieren Sie es aus und tragen Sie einfach mal was ein, damit Sie feststellen, funktioniert es bei Ihnen, klappt es bei Ihnen. Dann können Sie, falls Sie Probleme haben, mich auch direkt kontaktieren. Also wenn ich jetzt nicht in den nächsten Tagen ganz viele Schreiben von Ihnen bekomme, dass es nicht funktioniert, dann hätte ich nämlich den Eindruck, dass irgendwas in meinen Einstellungen noch nicht klappt. Ansonsten erwarte ich also eher einzelne Anfragen und das sind dann technische Schwierigkeiten, die ich jeweils einzeln mit Ihnen versuchen muss zu lösen. Ja, wechsel jetzt zum Thema der heutigen Vorlesung und das ist ja der geschichtliche Zugang zum Lehren und Lernen. Ich hatte in der Einführung gesagt, dass ich vier Hinführungen hier thematisieren werde. Also einmal den lernwissenschaftlichen Ansatz, der sich mit der Frage beschäftigt, wie lernen Menschen überhaupt und wie hat Wissenschaft sich beschäftigt mit der Art und Weise, wie Menschen lernen und wie man sie bei dem Lernen unterstützen kann. Den zweiten heutigen Teil begründige ich gleich, eben die geschichtliche Hinführung zum Thema Lehren und Lernen. Ich werde dann einen weiteren Hinführungsteil das nächste Mal mit den Anforderungen in der Arbeitstätigkeit, in den Berufen beschäftigen, weil gerade für die Didaktik der beruflichen Bildung dieser Bezugsbereich der beruflichen Tätigkeiten ein ausschlaggebender ist und zwar bedeutsamer als in anderen didaktischen Ansätzen. Die vierte Hinführung wird sich mit Theorien der Didaktik, vor allen Dingen natürlich in der Pädagogik beheimateten Theorien beschäftigen. Und auf Basis dieser Hinführung komme ich dann zu den drei Grundformen, die ich im Rahmen der Vorlesung hier behandle, nämlich einmal der Instruktion als didaktischer Grundform, dem Konstruktivismus als didaktischer Grundform und dem selbstorganisierten Lernen. Also das ist die
Struktur der Vorlesung. Also heute das Thema Geschichte. Jetzt haben Sie in der Stichwortliste, falls Sie es gesehen haben, festgestellt, dass ich zunächst mal versuche zu begründen, warum ist eigentlich dieser geschichtliche Hintergrund relevant für das Verständnis einer wissenschaftlichen Thematik. Und ich denke, auf der einen Seite, es bedarf keiner Begründung dafür, aber auf der anderen Seite gibt es eine Fülle von Begründungen. Ich habe hier drei Begründungen mal gelistet, die ich ganz kurz erläutern möchte. Zunächst mal ist eine Grundüberlegung, dass die Gegenwart nicht statisch ist. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das, was wir momentan an Bedingungen und Situationen haben, nicht auf Dauer so bleiben wird, sondern dass in den nächsten Jahren sich gesellschaftliche und damit auch bildungsbezogene Bedingungen verändern, dass die Konzepte, die wir heute für etabliert, erfolgreich, vielleicht sogar selbstverständlich halten, nicht von Dauer sind, sondern sie werden sich weiter verändern und auch der jetzige Zustand, wie wir ihn vielleicht auch für selbstverständlich halten, ist Konsequenz einer Entwicklung, die zu ihm geführt hat. Er ist sozusagen gewachsen und gestaltet worden. Das wäre also der eine Aspekt. Wir leben nicht in einer statischen Gegenwart, sondern in einem ständigen Verlauf. Und damit bedeutet eben auch, dass die geschichtliche Entstehung hier wesentlichen Einfluss hat. Das zweite Element ist, dass die Ausprägung, wie wir Bildung und Kultur, wie wir Bildung heute erleben, kulturell verursacht ist. Also es ist nicht naturgegeben, sie ist nicht alternativlos, würde vielleicht die Kanzlerin sagen, sondern sie ist eben eine Form, wie Bildung gestaltet sein kann und damit wie auch Didaktik und Unterricht gestaltet sein kann. Und dieses Verständnis ist erforderlich, um heutige Konzepte der Didaktik überhaupt nachvollziehen und dann auch nutzbar machen zu können. Ich hatte ein bisschen erwähnt, dass wenn Sie in unterschiedliche Nationalkulturen gehen, die auch sehr unterschiedliche kulturell gewachsene Verständnisse von Bildung und auch Bildungspraxis haben, Bildungssysteme haben. Und das gilt schon, wenn Sie von Deutschland nach Frankreich wechseln. Verschiedene unter Ihnen haben vielleicht auch Erfahrungen in anderen Bildungssystemen. Und dabei ist die Aussage jetzt nicht, das eine ist besser oder das andere schlechter, sondern es sind einfach Unterschiede vorhanden. Und diese Unterschiede sind auf der einen Seite wichtig, sie kennenzulernen. Im Rahmen der europäischen Einigung ist das ein ganz wesentlicher Vorgang, dass wir uns untereinander erklären, wie ist bei euch eigentlich die Bildung, die Wirtschaft, wie sind die verschiedenen Systeme und versuchen sie miteinander in Verbindung zu bringen. Nicht anzugleichen unbedingt, aber doch in Verbindung zu bringen. Und das Bachelor-Masterstudium, die akademische Bildung ist hier ein Bereich, wo das sogar sehr stark stattgefunden hat, weil man möchte, dass die Menschen in Europa wechseln können zwischen diesen verschiedenen Systemen und dafür müssen die sich erklärt haben und müssen sich zueinander Bezug gesetzt haben. Die Notwendigkeit dafür zeigt auch wiederum die kulturelle Prägung der jeweiligen Bildung. Und damit ist eben diese Unterschiedlichkeit, die durch die geschichtliche Entwicklung entstehen kann, auch in ihrer Bedeutung, denke ich, hervorgehoben. Und der dritte Aspekt, den ich hier in meinen Stichworten benenne, ist, dass es erforderlich ist, aus der Vergangenheit zu lernen, dass wir also auch bei der Gestaltung von Bildung, bei der Gestaltung von Unterricht und Lernansätzen verantwortlich sind dafür, dass wir Probleme, Fehlentwicklungen, die in der Vergangenheit sich entwickelt haben, berücksichtigen, aufarbeiten und bedenken in unseren aktuellen und vielleicht auch künftigen Ansätzen. In den früheren Vorlesungen, also den Vorjahren, werden Sie vielleicht feststellen, dass ich bei diesem geschichtlichen Ansatz einige Jahrhunderte zurückgehe. Also in Deutschland gerade gibt es eine sehr lang zurückgehende Tradition der Bildung, der beruflichen Bildung, auch der Literatur zu dieser Thematik. Das will ich heute nicht machen. Ich springe also relativ schnell ins 20. Jahrhundert und konzentriere mich dann auch, ich will hier vier Teile heute behandeln, zunächst mal auf die Begründung der Relevanz dieser Geschichte für die aktuelle Didaktik, dann die Verläufe im 20. Jahrhundert, dann werde ich versuchen, relativ schnell in die 1990er Jahre zu kommen.
etwas, was ja auch schon 30 Jahre her ist. Und obwohl man, also ich zumindest den Eindruck habe, das war erst vor kurzer Zeit, ist es jetzt doch schon eine ganze Weile her. Und werde dann versuchen, dieses Kernkonzept, das seit den 1990er Jahren für die berufliche Bildung leitgebend ist in Deutschland, nämlich das Lernfeldkonzept, nochmal hier Ihnen nahezubringen und Ihnen zu erläutern. Was man dennoch für wiederum die in Deutschland gewachsene Situation aus der Geschichte vor dem 20. Jahrhundert ansprechen muss, ist, dass wir eine nahezu zweiteilige Geschichte haben im Bereich der berufsbezogenen Bildung und im Bereich der akademischen Bildung. Die hat sich über die Jahrhunderte ergeben, eigentlich in Deutschland vor allen Dingen dadurch, dass die berufliche Bildung über die Zünfte und über die Gesellschaftsorganisation der Berufe so eine große Bedeutung erlangt hat. Also die beruflich Tätigen in den Handwerken vor allen Dingen haben sich so intensiv organisiert und zwar berufsbezogen organisiert, dass sie einen auch relevanten Bildungsbereich aufgebaut haben, der akademischen Bildung, der wissenschaftlichen Bildung gegenübersteht. In dem beruflichen Bereich ist die Art, wie sich die Berufe organisiert haben, an den Tätigkeiten, an den Inhalten der Berufe orientiert. Während im wissenschaftlichen Bereich es eine wissenschaftssystematische Abgrenzung der Disziplinen gibt. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Denkweisen. Und man könnte sich fragen, welche Gründe sprechen eigentlich für die Bedeutung dieses wissenschaftlichen Teils in der Gesellschaft. Ist ja ein meistens auch relativ unwidersprochen geäußerte Behauptung, dass unsere Gesellschaft eine wissenschaftsdurchdrungene wäre und die Wissenschaft einen ganz wesentlichen Einfluss hätte, während die berufliche Bildung sich begründet aus den tatsächlichen beruflichen Aufgaben, den beruflichen Tätigkeiten und dann wieder der Bündelung dieser Tätigkeiten in gewerkebezogene Berufe, wie es in Deutschland gewachsen ist. Ja, und die Überlegungen zu der Bedeutung von Wissenschaft für unsere Gesellschaft, für die Kultur ist, dass es eine wesentliche Abgrenzung gibt zwischen dem, was wir aus unserem Erleben, aus dem Augenschein, aus dem Bauchgefühl, aus dem Alltag heraus für wahr und wirklich halten, zu dem, was wir aus dem Wissen heraus als wahrhaftig ansehen oder als gegeben oder als Sachverhalt ansehen. Und ohne da jetzt zu tief einzugehen, möchte ich dafür nochmal ein Beispiel auch bringen. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier so funktioniert. Die Gegenüberstellung zu dem, was wir sozusagen aus der Intuition, aus dem Impuls heraus für wahrhaftig halten, zu dem, was jetzt aus der wissenschaftlichen Erkenntnis zur Entwicklung des Wissens sich ergeben hat. Vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Sie empfinden ja aus ihrem Bauchgefühl, aus Ihrer Intuition heraus momentan wahrscheinlich, dass wir uns hier in diesem Raum befinden und sozusagen still sitzen. Ich wandere vielleicht hier ein bisschen hin und her, aber dass wir im Wesentlichen hier an einem exakten Ort uns befinden und das vielleicht sogar für eine gewisse Dauer. Wenn Sie aus dem, was dann wissenschaftlich angenommen wird und eigentlich auch nachgewiesen ist, die Erdrotation mit berücksichtigen für die Frage, befinden wir uns eigentlich hier an einem exakten Ort, dann gibt es naheliegenderweise schon die Überlegung, dass wir uns mit einer gewissen Geschwindigkeit hier auch fortbewegen. Und aus dem Bauchgefühl nimmt man das zunächst mal so nicht wahr. Sie wissen aber vielleicht, dass es eine entsprechende Fortbewegungsgeschwindigkeit durch die Erdrotation gibt. Die ist jetzt im Bereich des Äquators eine andere als hier in einem gewissen Breitengrad nördlich des Äquators, aber sie hat doch eine erhebliche, also ist eine erhebliche Geschwindigkeit. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich hier eine kleine Umfrage mache, ob Sie eher denken, das ist vielleicht so um die 100 Stundenkilometer, um die 1000 Stundenkilometer oder mehr als 1000 Stundenkilometer.
vielleicht fragen Sie sich das selber mal und Ihnen, die es vielleicht nicht wissen, überlegen Sie mal, was ist die Annahme, die Sie dazu stellen? Also die aus der wissenschaftlichen Sicht ermittelte und auch eigentlich fraglos akzeptierte Geschwindigkeit liegt so bei 1700 Stundenkilometern. Das ist doch eine erhebliche Rotationsgeschwindigkeit, in der wir hier mit der Erddrehung ständig in Bewegung sind. Und wenn Sie die Umlaufbahn der Erde um die Sonne dazu nehmen, dann hat diese Umlaufbahn, die Geschwindigkeit, die in der Umlaufbahn existiert, eine entsprechende Größe von ungefähr 107.000 Stundenkilometern. Und die Rotation, die, das Sonnensystem in der Galaxie macht, ist nochmal wieder eine Geschwindigkeit von rund 900.000 Stundenkilometern. Das heißt, es gibt gar keinen exakten Ort, an dem wir uns befinden, sondern im Gegenteil gibt es nur, wenn dann, relativ einen Ort, den wir intuitiv als den dauerhaften empfinden, wo wir das Gefühl haben, wir sitzen hier im Raum. Die wissenschaftliche Sicht und die für uns auch überzeugende Sicht der Realität sagt aber etwas ganz anderes. Und das gilt für ganz grundlegende Dinge, wie eben der Ort oder auch die Zeit übrigens. Und es gilt dann eben auch für eine Fülle von anderen Aspekten. Das ist die einer der Ansätze, warum die wissenschaftliche Sicht der Wirklichkeit und der Realität für uns so bedeutsam ist. Obwohl sie in der Konsequenz jetzt nicht eine vollständige Welterklärung liefert, sondern wiederum auch nur ein aus menschlichem Denken, aus menschlichen Untersuchungen hervorgegangenes Konstrukt. Und dieses Konstrukt, was die Wissenschaft von Wirklichkeit zeichnet, hat seine Solidität nur, dass es sich aufeinander bezieht. Also immer das, was Menschen untersucht haben und dokumentiert haben, sodass es andere lesen können und nachvollziehen können und darauf aufbauen können, daraus entsteht Wissenschaft. Und da kann man auch sagen, es löst sich in gewisser Weise jetzt viel davon der Wirklichkeit, weil es jeweils immer nur ganz bestimmte Ausschnitte nimmt, also ganz bestimmte Aspekte, ganz bestimmte Indikatoren, ganz bestimmte untersuchbare Phänomene. Und damit ist es natürlich sehr weit weg von dem, was Wirklichkeit tatsächlich ausmacht. Und dass es in gewisser Weise nur diesen Gehalt, diese Solidität entwickelt, dadurch, dass wissenschaftliche Arbeit immer aufeinander bezogen ist. Es ist eine gewisse Problematik in der Wissenschaft. Ihre Relevanz habe ich gerade versucht, nochmal mit der Selbstverständlichkeit auch darzustellen, die wir empfinden, wenn wir ganz bestimmte wissenschaftlich begründete Darstellung der Wirklichkeit ansehen. Ich möchte damit auch nochmal begründen, dass Sie in dem Artikel, den Sie verfassen, dann in die wissenschaftliche Ebene kommen, wenn Sie sich auf wissenschaftliche Arbeiten beziehen. Das ist sozusagen eine Grundanforderung an Wissenschaft, dass sie aufeinander bezogen ist. Im Bereich der Berufe ist etwas anderes. Hier haben Sie in der Entstehung auch eben diese unterschiedlichen beruflichen Tätigkeiten in Deutschland den Bezug auf die Berufe und die gewerkebezogene Zergliederung, die sich bis ins 20. Jahrhundert ergeben hat. Und Bethge ist, meine ich, derjenige, der, auf den es zurückgeführt hat, spricht von einem Schisma, also einer Trennung zwischen der beruflichen und der akademischen Bildung in Deutschland, die sich im Zuge dieser Entwicklung der in Deutschland etablierten Struktur der Bildung ergeben hat. Das ist auch die Trennung, die sich zwischen dem, was an Berufsbildung gewachsen ist in Deutschland, an Ausbildungsberufen und dem, was an Studienangebot im Rahmen von Hochschulen und Universitäten entstanden ist. Sie müssten hier eine ganze Reihe von Namen, oder ich müsste hier eine ganze Reihe von Namen nennen. Im Bereich der beruflichen Bildung ist Georg Kerschensteiner so ein Name, der so wie der Pavlovsche Hund sozusagen bekannt sein sollte. Es gibt hier ein paar Akteure, die sehr bedeutsam sind. Wenn Sie in das 20. Jahrhundert hineingehen in der Entwicklung, dann gibt es einen Namen, der dafür sehr stark steht. Das ist Frederick Winslow Taylor. Auf den der Begriff des Taylorismus zurückgeht. Taylor hat eine Veröffentlichung Anfang des 20. Jahrhunderts herausgebracht, der sich mit der wissenschaftlichen Betriebsführung beschäftigt
Und er hat eigentlich in seinem Ansatz auf Untersuchungen in der Industrie, in der Produktion zurückgegriffen, die Phänomene der Massenproduktion beschreibt und auch des Fließbands. Fließband ist ja oft mit dem Namen Ford, Henry Ford verbunden. Also sind Akteure Anfang des 20. Jahrhunderts, die beschrieben haben, wie sich eine Wirtschaft verändert, schon mechanisiert, schon industrialisiert, aber in Richtung einer auf Massenproduktion ausgerichteten Wirtschaft. Und die Wirtschaft der Massenproduktion hat sich eigentlich ergeben, weil die Gesellschaften sich weiterentwickelt haben und eben viele Menschen auch konsumiert haben, auch Produkte abgefragt haben und die Produktion der Gesellschaft sich darauf ausgerichtet hatte, für viele Menschen gleichartige Produkte herzustellen. Die Unternehmen und die Art der Wirtschaft, die in der Lage war, dieses zu liefern, das war die Art der Wirtschaft, die erfolgreich war. Nicht mal so sehr, weil man das jetzt irgendwie für besser oder schlechter gehalten hat, sondern einfach erstmal, weil sie die Bedürfnisse der Märkte erfüllen konnte. Und das war ein Übergang im Laufe des Übergangs zum 20. Jahrhundert. Taylor hat mit diesem Begriff des Taylorismus das sehr wohl auch exakt beschrieben und in einer Weise beschrieben, dass immer wieder auf seine Darstellung verwiesen wird, der Taylorismus. Der wesentliche Gehalt des Taylorismus ist, dass die Organisation der Arbeit im Betrieb nicht mehr wie im Handwerk sagen, umfassend einen Tätigkeitsbereich erfasst und die Menschen vorbereitet, ausgebildet werden, diese Aufgaben zu erfüllen, sondern dass ein Betrieb im Anspruch auch der Massenproduktion durch die Zergliederung der Arbeit erfolgreich ist. Also die erste Zergliederung wird als vertikale Zergliederung bezeichnet. Man trennt Planung, Ausführung und Kontrolle. Dafür gibt es drei unterschiedliche Bereiche und das machen nicht die gleichen Personen. Also diejenigen, die planen, führen nicht aus und diejenigen, die ausführen, kontrollieren nicht. Hierfür gibt es unterschiedliche Funktionen. Und das zweite ist die horizontale Teilung der Arbeit. Man teilt einen Vorgang in viele Einzelschritte, die einerseits sehr genau planbar und dann auch kontrollierbar sind, die einzelnen Personen zugeordnet werden sind, die dann immer nur noch diesen einen Schritt in ihrer Arbeit tun und die es dann ermöglichen, einzelne Teile der menschlichen Arbeit an Maschinen zu übertragen. Also hier eine neue Kombination von menschlicher und maschineller Arbeit zu schaffen. Das war ein Leitbild, das sich im frühen 20. Jahrhundert durchgesetzt hat, weil es eben in der Lage war, diese Märkte, die Massenprodukte erwarteten, zu bedienen. Ja, und das können Sie sich vorstellen, und das ist naheliegend, dass es für die berufliche Bildung erhebliche Konsequenzen hatte, weil diese ganzen umfangreichen handwerklichen Kenntnisse, die man und Kompetenzen oder Fähigkeiten, die man brauchte, um einen handwerklichen Beruf auszuüben, in dieser tayloristisch organisierten Produktion nicht mehr erforderlich waren. Dadurch, dass das die wachsenden Bereiche waren, ist es so, dass man eigentlich davon ausgeht, dass der Taylorismus zu einer Dequalifizierung geführt hat, dass also viele Menschen, die in der Industrie tätig waren, eigentlich kaum noch eine darauf hinführende Bildung brauchten, also keine umfangreiche Ausbildung. Es gibt ja also eine Krise eigentlich der Ausbildung im beruflichen Bereich, die sich durch den Taylorismus ergeben haben, weil eben alles, was an Anforderungen, an selber planen und selber kontrollieren, was man getan, aus der Arbeit heraus organisiert worden ist. Also das ist ein wesentlicher Punkt, Übergang ins 20. Jahrhundert und damit eine gewisse Krise für die Berufsbildung, die vorher leitgebend war, die Trennung von Planung, Ausführung, Kontrolle und die Zergliederung der Arbeit in einzelne Schritte und das mit als das Leitbild der industriellen Produktion im 20. Jahrhundert. Das gilt für Deutschland, das gilt eigentlich auch für alle industriellen Organisationen und gilt auch für die Zeit bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein. So, jetzt wenn man die Geschichte in Deutschland betrachtet und auch die Geschichte der Bildung, dann muss man notwendigerweise auf die Nazizeit und den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust zu sprechen kommen. Ich habe das auch in anderen Veranstaltungen in den Vorjahren ausführlicher gemacht. Ich möchte hier eigentlich nur auf einen Ausschnitt eingehen, um es auch hier zum Thema zu machen, rückgreifend auf eine Rede von Theodor W. Adorno. Die geschichtliche
Hinführung zur Didaktik-Methodik ist auch begründet, weil gerade in Deutschland Verantwortlichkeiten aus dem Scheitern von Bildung und aus der Geschichte hervorgehenden Katastrophen besteht. Das heißt, wenn Sie als Pädagogen und als Didaktiker, als akademisch gebildete Pädagogen tätig werden, dann übernehmen Sie auch einen Teil dieser Verantwortung, der Bewusstheit aus der Geschichte und der Verantwortung aus der Geschichte. Und Adorno hat 1966 in einer Ansprache im Radio, das er aus meiner Sicht sehr eindrücklich thematisiert, das ist jetzt auch schon wieder viele Jahrzehnte her und ist für Sie in Ihrer Generation vielleicht nicht so gravierend, wie es in meiner Kindheit und Jugend für mich bedeutsam war, aber ich denke, es ist in der deutschen Geschichte dennoch eine Zäsur, ein Zeitabschnitt gewesen, der bis heute hochgradig irritiert und der uns eine erhebliche Verantwortung auferlegt. Ich nehme jetzt diesen Bereich nur als einen Aspekt, den ich in der Veranstaltung einbringe. Ich möchte aber dennoch aus der Rede die einführenden Sätze vortragen. Die Rede hatte die Überschrift Erziehung nach Auschwitz. Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Sie geht so sehr jegliche anderen voran, dass ich weder glaube, sie begründen zu müssen noch zu sollen. Ich kann nicht verstehen, dass man mit ihr bis heute so wenig sich abgegeben hat. Sie zu begründen hätte etwas Ungeheuerliches angesichts des Ungeheuerlichen, das sich zutrug. Dass man aber die Forderungen und was sie an Fragen aufwirft, so wenig sich bewusst macht, zeigt, dass das Ungeheuerliche nicht in die Menschen eingedrungen ist. Symptom dessen, dass die Möglichkeit der Wiederholung, das den Bewusstseins- und Unbewusstseinsstand der Menschen anlangt, fortbesteht. Jede Debatte über Erziehungsideale ist nichtig und gleichgültig diesem einen gegenüber, dass Auschwitz sich nicht wiederhole. Es war die Barbarei, gegen die alle Erziehung geht. Man spricht vom drohenden Rückfall in die Barbarei, aber er droht nicht, sondern Auschwitz war er. Barbarei besteht fort, solange die Bedingungen, die jenen Rückfall zeitigen, wesentlich fortdauern. Das ist das ganze Grauen. Der gesellschaftliche Druck lastet weiter, trotz aller Unsichtbarkeit der Not heute. Er treibt die Menschen zu dem Unsäglichen, das in Auschwitz nach weltgeschichtlichem Maßstab kulminierte. Unter den Einsichten von Freud, die wahrhaft auch in Kultur und Soziologie hineinreichen, scheinen mir eine der tiefsten die, dass die Zivilisation ihrerseits das Antizivilisatorische hervorbringt und es zunehmend verstärkt. Seine Schriften »Das Unbehagen in der Kultur« und »Massenpsychologie und Ich-Analyse« verdienten die allerweiteste Verbreitung gerade im Zusammenhang mit Auschwitz. Wenn im Zivilisationsprinzip selbst die Barbarei angelegt ist, dann hat es etwas Desperates dagegen aufzubegehren. Also Adorno sagt ja, es ist eine gewisse Hoffnungslosigkeit mit der Entwicklung menschlicher Kultur verbunden, wenn sie selber offenbar in einen Untergang wie mit Auschwitz verbunden führt. Und man hat in dem Zusammenhang natürlich auch überlegt, inwieweit die Erziehung selber nicht einen Beitrag dazu geleistet hat und auch weiterhin leistet. Also inwieweit die Bildung, wie sie geschieht, nicht Voraussetzungen mitgeschaffen hat, die eigentlich in den Untergang von Kultur geführt haben. Wie gesagt, das ist vielleicht ein Gedankengang, der Ihnen heute nicht so aktuell vorkommt, obwohl wir heute andere Themen haben und auch weiterhin andere Katastrophen im gesellschaftlichen Bereich, die geschehen und die wir in unsere Gedanken einbeziehen müssen. Aber der Ansatz in Deutschland, denke ich, muss sich dieser Frage immer stellen, wie sie Erfahrungen aus der Geschichte beachten. Und es ist sogar die oberste Kategorie dann für jede einzelne Bildung. Jetzt ohne den Schluss zu eng zu machen, aber wenn Sie eine einzelne Unterrichtseinheit oder einen einzelnen Unterricht oder ein Curriculum planen, sind es Gedanken, die hiermit zu berücksichtigen sind und die aus der Geschichte heraus Bedeutung haben. Es
es immer ein bisschen schwer, jetzt von hier weiterzugehen, wenn Sie im 20. Jahrhundert auch die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg betrachten in Deutschland, dann ist natürlich leidgehend dort Begriffe wie Wirtschaftswunder, die Gegenüberstellung der Blocks, damals noch Warschauer Pakt, NATO, die mit der innerdeutschen Grenze verbunden waren, hier auch die Gegenüberstellung von unterschiedlichen Wissenschaftssystemen und Berufsbildungssystemen im Bereich der terroristisch ausgerichteten Wirtschaft, die Rationalisierung und Automatisierung, die dabei aufkamen. Sie finden also schon in den 50er, 60er Jahren umfangreiche Prozesse der Automatisierung in der Wirtschaft, die also dieses Voranschreiten der Übertragung menschlicher Arbeit an maschinelle Arbeit mit sich bringen, und dazu begleiten dann Entwicklungen, die sich mit der Konzeption von Bildung beschäftigen. Ein Namen, den Sie ähnlich wie den Pavlovschen Hund kennen müssten für die Entwicklung in Deutschland, ist Wolfgang Klafki. Mit dem Begriff der Bildungstheorie, bildungstheoretischen Ansätze verbunden. Klafki hat ganz stark thematisiert, dass man sich verabschieden muss, auch in der Aufarbeitung der Nazi-Diktatur von idealisierten Bildungsvorstellungen, dass man einen ganz bestimmten Inhaltskanon definieren könne, den alle Menschen erlernen müssen, um dann als gebildet zu gelten, um als Erwachsene akzeptiert zu sein, dass hier immer wieder eine Begründung erforderlich ist. Und es hat dann einen Übergang gegeben in Abgrenzung auch von den bildungstheoretischen Ansätzen zu den sogenannten lerntheoretischen Ansätzen, die sich von diesen Überlegungen zum Inhalt abgewandt haben und gesagt haben, wir müssen tatsächlich untersuchen, was findet in den Schulen statt, was findet in den Bildungseinrichtungen statt, was findet im Unterricht statt, wie wird dort gelernt und wie ist dieses Verhältnis, dieses Beziehungsgefüge der Akteure in diesen Umgebungen, in diesen Institutionen zu erkennen. Hier gibt es auch entsprechende didaktische Modelle, auf die ich in diesem Punkt hier nicht vertieft eingehe, die in den 60er Jahren in Deutschland thematisiert worden sind. In den 70er Jahren und vielleicht sagt die 68er Bewegung etwas, gab es wiederum einen Übergang, der einen Wechsel gebracht hat von den Ausrichtungen auf diese Diskussion der Wirtschaftswunder, wirtschaftlichen Entwicklung und die Bildung insofern als eine auch diese Entfaltung unterstützende Aufgabenstellung zu Begriffen in den nach den 68er in Deutschland relevanten Vorgängen der Emanzipation, auch der Mitbestimmung in Arbeit und in den Berufen. Und da können Sie vielleicht sich vorstellen, dass die Diskussion eine solche war, dass man in der Zeit vor der Reformbewegung in gewisser Weise seine demokratischen Bürgerrechte am Werkstor abgegeben hat. Es ist sozusagen ein stehender Satz gewesen am Arbeitsplatz, du bist hier nicht zum Denken, sondern zum Arbeiten. Und mit dem terroristischen Gedanken, also eben entweder nur auszuführen oder nur seine zergliederte Aufgabe zu übernehmen, war das eine Vorstellung in vielen Arbeitstätigkeiten, dass man eben eigentlich kein Recht hatte, hier mitzugestalten, mitzuplanen und mitzuentscheiden, also auch keinen Freiraum dafür hatte. Das ist etwas, was in den 70er Jahren thematisiert worden ist und auch verändert worden ist. Neben dem Mitbestimmungsgesetz gab es Gesetze, die auch auf die berufliche Bildung beziehen. Das Berufsbildungsgesetz ist in der Zeit entstanden und hat eben entsprechende Ansprüche auch der Auszubildenden und der Ausbildung selber in einen rechtlichen Rahmen geführt. Etwas, was in der Zeit auch entstanden ist, ist eine Bewegung, die sich mit dem sogenannten Humanisierung des Arbeitslebens beschäftigt hat. Humanisierung des Arbeitslebens auch so ein Kernbegriff, der Ihnen bekannt sein sollte. Die Gegenüberstellung ist, dass man bis in diese Zeit eigentlich angenommen hat, dass Arbeit notwendigerweise schädigend ist. Und dass man, wenn man eine Industriearbeit übernimmt, eigentlich sozusagen sich dem auch freiwillig ausliefert oder zumindest bewusst ausliefert, dass diese Arbeit einen verbraucht und schädigt. Und dass in der Folge von schwerer körperlicher Belastung, Staub, Lärm, all diese Bedingungen, die in der Arbeit herrschten und wo eigentlich erstmal als
unvermeidlich angesehen wurde, dass man sich diesen Bedingungen aussetzen muss. Dass die Menschen auch nicht unbedingt bis zum Ruhestand durchgehalten haben, sondern dass sie abgearbeitet, verbraucht, erkrankt waren auf Grundlage von Arbeit. Und diese Ausgangsbedingungen nicht mehr zu akzeptieren, also nicht nur in der Einschränkung dessen, was man dort an Freiräumen hat, sondern auch an gesundheitlicher Beeinträchtigung, das in Frage zu stellen, war auch ein Vorgang, der in den 60er Jahren begonnen hat, in Deutschland in den 70er Jahren sich ganz stark weiterentwickelt hat. Und da wollte ich aus einer Veröffentlichung auch hier eine Passage in die Vorlesung einbringen, eine Untersuchung, die Anfang der 70er Jahre durchgeführt worden ist. Man hat in dieser Zeit sich auch gewandt von den, auch aus wissenschaftlicher Perspektive, so auf der übergeordneten Ebene laufen, ihr auch vielleicht philosophischen Betrachtung, zu der konkreten Untersuchung von Wirklichkeit in Schulen, aber auch in Betrieben. Und das war damals ein neuer Ansatz, dass man wissenschaftlich versucht hat zu erkunden, was findet dort wirklich statt, was sind die Sachverhalte, die eigentlich diese Bereiche prägen. Und Sie finden solche Untersuchungen bezogen auf Unterricht, auf Bildungssituationen, Bildungsarrangements, aber eben auch ganz stark bezogen auf Arbeit und Arbeitstätigkeiten und Berufe. Das ist also etwas, auf das wir immer wieder zurückgreifen, auch heute als Entstehung, wie wissenschaftlich Bildung, Lehren, Lernen und aber auch eben Berufe und Arbeitstätigkeiten untersucht worden sind. Eine Veröffentlichung, die häufig zitiert wird, ist von Horst Kern, Michael Schumann, Industriearbeit und Arbeiterbewusstsein. Wie schon vom Titel her wäre es ungewohnt von heute, also damals gab es auch die Vorstellung, dass die Gesellschaft in eine Art Klassenzuordnung organisiert ist und dass es eben sozusagen die Arbeiterklasse in Gegenüberstellung zur herrschenden Klasse gab. Und auch dieser Begriff Arbeiter, Arbeiterbewusstsein, das war ein wesentliches Element auch wissenschaftlicher Betrachtung und wissenschaftlicher Untersuchung. Und Kern und Schumann haben für diese Veröffentlichung eine Reihe von Untersuchungen in Arbeitstätigkeiten durchgeführt. Und ich möchte dort eine Passage, die relativ weit hinten in der Veröffentlichung enthalten ist, lesen, die einerseits zeigt, dass es eine bestimmte Unterschiedlichkeit zu der Frage, wie sie heute behandeln, da ist, aber es auch Aspekte gibt, die einem durchaus bis heute bekannt vorkommen. Das ist in dem Abschnitt E zur gesellschaftlichen Situation der Industriearbeiter auf Seite 311. Das ist also so ein bisschen der Resümee-Teil in dem ganzen Band, der vorher darstellt, wie entsprechend die Arbeit sich in ganz unterschiedlichen Unternehmen der Industrie darstellt. Eine der grundlegenden Folgen der Industrialisierung lag in der Verdrängung ganzheitlicher handwerklicher Arbeiten durch unqualifizierte, repetitive Teilarbeiten. Also das ist genau das, was ich versucht habe eben zu erklären mit dem Taylorismus, die Verdrängung von handwerkliche Arbeit, die jetzt nicht verschwunden ist, aber die an Bedeutung in der Gesamtheit der Arbeit verbunden ist, durch diese repetitive und von unqualifizierten Arbeitskräften durchzuführende Arbeit. Damit war der Industriegesellschaft das Arbeitsproblem auferlegt und die Frage, ob und wie restriktive Arbeitselemente beseitigt werden könnten. In dieser Frage werden unterschiedliche Positionen bezogen. Der klassische marxistische Ansatz macht die Möglichkeit einer allgemeinen Humanisierung der Arbeit von veränderten Produktionsverhältnissen abhängig. Das heißt, wenn Sie jetzt mal die östliche Seite des damaligen Deutschlands nehmen, dann haben die gesagt, wir müssen die Produktionsverhältnisse ändern, um hier eine Humanisierung im Arbeitsleben verwirklichen zu können. Dem steht die im Rahmen dieser Studie besonders relevante technologische Konzeption gegenüber, die in der Entwicklung der Produktionstechnik Kräfte zu erkennen glaubt, die systemimmanent zur Beseitigung restriktiver Tätigkeiten beitragen. Also dieser andere Ansatz hat gesagt, wir können die Technik weiterentwickeln, sodass sie dem Menschen ermöglicht, auch seine Möglichkeiten in der Arbeit einzubringen und nicht mehr nur rausrationalisiert oder marginalisiert zu werden. Der technologische Ansatz legt große Hoffnungen in den aktuellen technischen Wandel, speziell in den Prozess der Automatisierung. Der Automation wird die Wirkung zugeschrieben, die Dispositionschancen der Industriearbeiter zu vergrößern und ihre Qualifikationen zu erhöhen. Nach unseren Ergebnissen ist in dieser Perspektive richtig, dass Automatisierungsprozesse als ein Spezifikum der modernen technischen Entwicklung unter gewissen Bedingungen deutlich zur Aufhebung repetitiver Teilarbeiten führen und zum Aufbau qualifizierter Varianten industrieller Arbeit.
Trotzdem verkürzt der technologische Ansatz die realen Verhältnisse in unvertretbarer Weise. Und jetzt gehen Sie hier noch darauf ein, wo Widersprüche zwischen dem damals schon vorhandenen technischen Ansatz zu dem, was jetzt im Sinne eigentlich der Humanisierung des Arbeitslebens zu führen ist. Man hatte damals die Überlegung, dass Automatisierung auch dazu führen kann, dass qualifizierte Arbeit Nutzung von Bildung in der Arbeit wieder Bedeutung gewinnen kann. Und man hatte in den damaligen auch arbeitspädagogischen Ansätzen dieses Ziel, Qualifikation, Bildung, neue Ausbildungskonzepte zur Wirkung zu bringen und dabei die technische Entwicklung zu nutzen. Stichworte, die Sie in der Literatur für die 70er und dann 80er Jahre finden, gehen in diese Richtung. Gerade vor allem die technische Entwicklung und damit die Einführung von computergesteuerten Maschinen, CNC-Technologien in den Betrieben, auch den Wechsel von der Überlegung, dass Computer etwas wäre, was von einzelnen Supermaschinen übernommen wird, zu der Konzeption, dass es diese Personal Computer gab, also dass man viele, viele Millionen Einzelcomputer schafft, die dann an Arbeitsplätzen stehen oder auch, das war damals noch nicht denkbar, aber auch in Privathaushalten, dieser Übergang, dass der Computer etwas ist, was sich ausbreitet als Personal Equipment, der ist in der Zeit damals entstanden. Und die entsprechende Bildungskomponente hat eine sogenannte Betriebsmittelqualifizierung beinhaltet. Sie hatten eine Veränderung von dem tayloristischen Modell, dass wir hier eine sehr stark teilige Arbeit haben, in die Richtung, dass das einzelne Betriebsmittel sehr viele Möglichkeiten eröffnet und es wiederum erfordert, dass der Mensch, der an dieser Maschine ist, auch in der Lage ist, qualifiziert auf diese Technologie einzuwirken. Wenn Sie eine Fließfertigung haben und Sie haben dort einen einzelnen Zerspanvorgang, den Sie repetitiv den ganzen Tag durchführen, Woche für Woche, dann ist das etwas vollkommen anderes, als wenn Sie an einer Maschine stehen, die Sie selber einrichten, steuern, manipulieren, auch Fehler beheben. Und die Qualifizierung auf diese entstehenden Technologien war damals eine Erweiterung der beruflichen Bildung. Also etwas, was vorher tayloristisch organisiert war, reduzieren, ist hier weiterentwickelt worden auf ganz konkrete Technologien, in denen computergesteuerte Technologie mit menschlicher Arbeit verbunden werden könnte. Sie finden also eine ganze Reihe von Konzepten in dieser Richtung in den 70er Jahren. Und dazu kam eine Entwicklung, die sich mit der weiteren Gestaltung der Automatisierung beschäftigte und dort Begriffe wie Computer Integrated Manufacturing aufbrachten. Man hatte damals auch die Vorstellung, dass es menschenleere Fabriken geben könnte, dass man die Technik so weiterentwickeln werden kann, dass sie auch in einem Gesamtsystem funktioniert und dann Menschen eigentlich nur noch dort eingreifen müssen, wo umgestaltet werden muss, wo neue Elemente eingefügt werden müssen oder Fehler behoben werden müssen. Diese Entwicklung hat in den 80er Jahren große Dynamik entwickelt und sie ist eigentlich bis in die frühen 90er Jahre dominierend gewesen. Also auch eine sehr stark technisch getriebene Entwicklung, die hier Kern Schumann anschreiben. Und dann gab es eine Veränderung in den Märkten. Und man hat überlegt, warum sind Unternehmen, die sich in dieser Weise organisieren, die weiter auf Vollautomatisierung und Massenproduktion setzen, nicht mehr so erfolgreich wie in den Zeiten vorher. Und es gab dann einige Untersuchungen, die sich mit dieser Veränderung beschäftigt haben und die neue erfolgreiche Konzepte zeigen. Toyota war damals ein Unternehmen, was es explizit, was als Beispiel mal wieder genommen worden. Und Toyota, das Besondere, wenn man Toyota untersucht hat, was war bei denen anders als bei den anderen Autoherstellern oder bei anderen tayloristisch organisierten Firmen, dann hat Toyota ganz stark mit eigenverantwortlichen Teams gearbeitet, mit kleinen Gruppen von Fachkräften. Und sie haben sich nicht mehr in dieser hierarchischen Weise, die nur per Anweisung und Ausführung organisiert waren, in ihrer Arbeit aufgestellt, sondern haben viele kleine, flexible Einheiten, die untereinander verhandeln können und sich arrangieren können, gebildet. Es gab damals eine Veröffentlichung, die von Womack & Jones in Amerika herausgebracht worden ist, die ein bisschen in der Tradition von Kern Schumann liegt. Die hatte den Titel Lean Production, und also eine flache Organisation, die viele Verantwortlichkeiten in die Tätigkeiten selber zurückverlangt und damit natürlich auch die Notwendigkeit, für diese Verantwortung eine entsprechende Bildung anzubieten, also eine Vorbereitung auf diese Art von Tätigkeit zu leisten, weil die natürlich sehr viel anspruchsvoller ist als die reine ausführende Arbeit.
Kern-Schumann haben übrigens eine Folgestudie auch in den 80er Jahren erstellt, die Ende der Arbeitsteilung hieß. Also man hat dort auch einen Umbruch, einen Paradigmenwechsel angenommen, der für die ganze Wirtschaft bedeutsam ist, von der tayloristischen Orientierung auf, man nannte das damals dann neue Form der Arbeitsorganisation, man hatte nicht so einen richtigen Titel, aber Lean Production war so ein Begriff, der damals stark verwendet wurde und der offenbar sehr treffend war für diese veränderte Form. In Deutschland gab es Kommissionen, die sich damit beschäftigt haben, die eine Produktion im 21. Jahrhundert beschrieben haben. Und diese Merkmale der neuen Arbeit, die sich dann entwickelt haben, sind eben die Dezentralisierung von Verantwortung, die Reintegration von indirekten Funktionen und die unmittelbare Kooperation von einzelnen Einheiten im Betrieb. Begriffe wie die Globalisierung der Wirtschaft waren damals auch schon im Spiel. Wenn Sie aber diese Stichworte, die bildungsrelevant sind, weiterführen, nämlich aus der Zergliederung der Arbeit in eine Reintegration von indirekten Funktionen zu denken, dann war es so, dass Planung auch wieder in den Bereich der Ausführung hineingenommen worden ist. Man hat also Elemente von den Aufgaben, wo man planen kann, mit in die direkte Tätigkeit wieder zurückgeführt und auch die Kontrolle, also die Prüfung, ob das, was man gemacht hat, auch den Zielstellungen entspricht, wurde auch wieder in die direkten Tätigkeiten mit hineingeführt. Das macht die Arbeit komplizierter, es macht sie weniger gut kontrollierbar für eine übergeordnete Stelle, aber es war offenbar besser in der Lage, diese Märkte zu bedienen, die eben keine Massenmärkte mehr waren, sondern oftmals von sehr unterschiedlichen Kundeninteressen bestimmte Märkte. Das, was also der Übergang der Paradigmenwechsel war, das ist das die Massenproduktion, die in der Lage war, die Marktbedürfnisse des eingehenden 20. Jahrhunderts zu bedienen, an ihr Ende kam. Und das, was wir heute eher als Merkmal von Märkten sehen, dass es sehr viele kundenspezifische Anforderungen gibt, sehr viele Varianten, sehr viele auch Wechsel in der technologischen Entwicklung. Um dieses zu bewältigen, war diese andere Form der Arbeitsorganisation geeigneter, die eben dezentrale Verantwortung wieder integrierte Aufgaben enthält. Ja, und damit gab es auch Auswirkungen auf die Art der beruflichen Bildung. Etwas, was Sie als Vervollständigung von Arbeitsaufgaben genommen haben, haben Sie auch als Vervollständigung des Lernens in bestimmten Aufgabenstellungen entnommen. Also man hat dort Arbeit untersucht und hat festgestellt, dass was vorher Anweisung, Ausführung organisiert war, wo der Mitarbeiter entweder vollständig festgelegt war in dem, was tagtäglich zu tun war oder jeweils sich beim Vorgesetzten eine neue Aufgabe geben lassen musste, gab es so, dass es Verantwortlichkeiten zum Beispiel von einem Team für einen ganzen Auftragspool und vielleicht auch einen ganzen Produktionsmittelpark gab und in diesem Bereich musste man sich selber organisieren. Und das wesentliche Organisationselement war der einzelne Auftrag oder die einzelne Arbeitsaufgabe. Und man hat dann untersucht, was sind denn diese zu einem bestimmten beruflichen Bereich gehörenden Aufgaben. Und wie muss eine Ausbildung gestaltet sein, damit man in der Lage ist, eine solche Umgebungssituation, wo eben Aufgaben zu übernehmen sind und sowohl zu planen ist, als auch auszuführen, als auch die Qualitätskontrolle und vielleicht die Weitergabe an einen Kunden oder Abnehmer enthalten ist, wie kann die Ausbildung dafür aussehen? Ja, und das ist etwas, was eine Fülle von Untersuchungen auch mit sich gebracht hat. Übrigens zurückzuführen, dann auch auf wissenschaftliche Ansätze, die schon in einer Zeit weit vorher entwickelt worden sind. Begriffe dafür die Tätigkeitstheorie. Die Tätigkeitstheorie, ein wissenschaftlicher Ansatz, der auch in diesem Nachprozess der Nazi-Zeit, der Diktaturenzeit entstanden ist. Man hat sich in einer materialistischen Form abgewandt von ideologiegeleiteten wissenschaftlichen Konzepten und die Tätigkeitstheorie war einer dieser Ansätze, die materialistisch gearbeitet haben, die ja versucht haben, sich von Ideologie Einfluss zu lösen. Namen, das sind überwiegend russische Wissenschaftler, Leontief, Galperin, die hier oft genannt werden. Und die Tätigkeitstheorie ist sehr viel stärker in Dresden, in Ostdeutschland weiterentwickelt worden. Winfried Hacker wäre ein Name, der dort oft genannt wird. Und ich glaube, ich auch in einer kleinen Literaturliste habe ich auf Hacker und Skell hingewiesen, die Handlungsregulationstheorie entwickelt haben. Und die Handlungsregulationstheorie enthält ganz wesentlich diesen Gedanke der Vollständigkeit von Aufgaben. Und dass angenommen wird, die menschliche Art
zu denken und zu handeln ergibt sich aus der Möglichkeit des Menschen zu planen, zu antizipieren, also vorauszudenken, etwas, was man sich vornimmt, es selber zu realisieren, umzusetzen, zu handeln und zu reflektieren, ob das, was man getan hat, tatsächlich auch das Ziel, was man sich vorgenommen hat, näher gebracht hat oder erreicht hat. Und dieser Zusammenhang von Antizipation, Umsetzung und Reflexion als ein wesentliches Element einer vollständigen Arbeit und damit menschengerechten Arbeit zu nehmen, ist als Hintergrund genommen worden, dann auch für die didaktischen Konzepte. Da wäre es vielleicht für mich wichtig, dass Sie nochmal querdenken. Blum'sche Taxonomie, da kommt das gar nicht vor, das ist ein ganz anderer Ansatz. Oder Constructive Alignment ist auch ein vollkommen anderer Ansatz. Die vollständige Handlung ist ein Ansatz, der eben diese Elemente, die zu dem Vorgang, ich plane etwas voraus, ich verwirkliche es dann und dann denke ich darüber nach, hat das so stattgefunden, wie ich dachte, und ziehe daraus Schlüsse für einen nächsten Vorgang. Das war ein ganz wesentlicher eigener didaktischer Ansatz. Und in Deutschland ist mit diesem Modell, was ich sehr stark dann im Zuge auch dieser Entwicklung in den Berufen in den Vordergrund gestellt hat, der Begriff des Konstruktivismus verbunden. Da müsste ich jetzt auch noch tiefer eingehen, dass eben tatsächlich das Weltverständnis beim Menschen im Geiste entsteht, und zwar im individuellen Geiste. Und da knüpfe ich auch an das an, was ich eingangs in der heutigen Veranstaltung gesagt habe. Also das, was wir uns im Geiste von der Welt vorstellen, ist eben einerseits geprägt von der Wahrnehmung, aber andererseits auch von dem Wissen, was wir übernehmen. Und dieses stimmt oftmals nicht überein, sondern steht im Kontrast zueinander, sodass wir darüber nachdenken müssen und eben im Grunde antizipieren und reflektieren müssen und daraus ein eigenes Verständnis bilden müssen. Und dieses anzusprechen, ist dann der Kern des didaktischen Konzepts. Und der Begriff, der sich im Bereich der beruflichen Bildung in den 90er Jahren in Deutschland zu diesem Thema durchgesetzt ist, der Begriff des Lernfeldes. Wenn Sie Fachbegriffe in den Wissenschaften nehmen, dann ergeben die sich oftmals daraus, dass ein theoretischer Ansatz oder ein wissenschaftlicher Ansatz aus einer vorherigen Zeit in Frage gestellt und geprüft worden ist und ein sich dazu abgrenzender alternativer Ansatz ins Spiel gebracht wird und versucht zu behaupten, in der Gegenüberstellung auch selber zu prüfen. Und dieser Ansatz des Lernfeldbezogenen sollte eben markieren, dass man sich nicht mehr orientiert in der Bildung auf dem systematischen Vermitteln von Wissen, wie es in der Wissenschaft stattfindet, in den Disziplinen strukturiert, sondern an den konkreten Tätigkeiten in den Berufen. Und diese Tätigkeiten in den Berufen waren eben deswegen pädagogisch und auch didaktisch wieder relevant, weil sie vervollständigt wurden, weil sie eben auch mit Anforderungen wieder angefüllt waren und damit lehrreich und in dem Sinne, was man angenommen hat, auch menschengerecht. Und Sie haben das, was hier Kern-Schumann als Untersuchungsziel in den 70er Jahren methodisch auch angelegt haben, in den 80er und 90er Jahren mit hoher Intensität durchgeführt. Das heißt, viele Wissenschaftler sind in viele Berufsbereiche gegangen, haben untersucht, was machen die Menschen dort, was sind die typischen Aufgaben, wie kann man in einen Beruf hineinsteigen und haben daraus eine Art neue Gestaltung der beruflichen Merkmale entwickelt. Und die waren im wesentlichen Bereich sicherlich aufbauend auf den Berufen, die schon existierten und haben sie sozusagen mit einem neuen Gehalt gefüllt. Bei anderen hat es auch einen Wechsel gegeben. Also als Beispiel der Betriebsschlosser wäre so ein Beruf, der auch in den industriellen Produktionen noch erforderlich war, auch mit einer Ausbildung, der zum Industriemechaniker wurde. Und hier haben wir einen neuen Beruf definiert, der auch in der Ausbildung nicht mehr systematische Wissensaneignung enthielt, sondern anhand von typischen Aufgaben, die eben als Lernfelder bezeichnet wurden. Und diese Aufgaben sind jeweils in sich vollständig, das heißt, man übernimmt eine Zielstellung, eine Aufgabe, plant, wie man vorgeht, entscheidet, welchen Ansatz der Umsetzung man wählt, führt diesen durch und prüft selber, ob das, was man als Ziel gesetzt hat, erreicht worden ist. Und diese Gestaltung der Ausbildung an Aufgaben, die eben nicht in erster Linie systematisch, sondern an Fällen orientiert, das hat man als Lernfeldansatz bezeichnet. Wissenschaftlich wird es als kasuistisch bezeichnet, in Gegenüberstellung zu systematisch. Kasuistisch eben an Fällen, an typischen Aufgaben orientiert, die in sich vollständig sind, die also jemand
von Anfang bis Ende abarbeiten kann. Ein Auftrag wäre zum Beispiel so ein Beispiel, ein Kundenauftrag. Ja, und da man bei den Untersuchungen zu jedem Beruf natürlich eine Fülle von Aufgaben hat feststellen können, hat man diese wieder gebündelt und dann systematisiert in eine Ausbildungsdauer von in Deutschland 3, 3,5 Jahren, also ähnlich wie ein Bachelorstudium, hat man gesagt, wie kann man diese verschiedenen Aufgaben so erfassen, dass man sie in 3 oder 3,5 Jahren komplett erarbeiten kann und dann vorbereitet ist, in einem Beruf als Fachkraft zu arbeiten. Man braucht natürlich eine Aufgabe, die man in der ersten Ausbildungswoche dann mit dem Wissen bewältigen kann, das man von seiner Schule oder von Heranwachsen her bewältigt. Und da sind wir auch an diesem Punkt, wo wir in unseren Artikeln zwischen dem, was wir in unserem Lebensalltag kennenlernen und das, was wir in einem beruflichen Bereich tun, verknüpfen können oder dort ankoppeln können. Beim Einstieg in die Ausbildung sind die Aufgaben in einer Weise definiert, dass sie sehr nah an dem sind, was ein Absolvent einer allgemeinbildenden Schule schon mitbringt. Im Laufe der Ausbildung werden die einzelnen Aufgaben, die Lernfelder immer anspruchsvoller und immer berufsspezifischer, bis sie nachher Aufgaben übernehmen und auch bewältigen und übrigens auch in der Prüfung bearbeiten, die den ganz typischen Aufgaben einer Fachkraft entsprechen. Und ob das jetzt eine Krankenpflegerin, ein Krankenpfleger ist oder Industriemechaniker, Industriemechanikerin, Mechatronikerin, Mechatroniker, all diese Berufe in Deutschland sind nach dem Lernfeldkonzept konzipiert, unterscheiden sich damit ganz stark von dem akademischen Studium. Und ja, das wäre sozusagen mein Ziel auch der heutigen Vorlesung, könnte auch ein Leitkonzept, ein didaktisches Leitkonzept in dem Artikel sein. Also wie kann man folgend dem Ansatz der vollständigen Handlung im Sinne der Handlungsregulationstheorie eine Unterrichtsfolge, vielleicht einen, nicht nur einen Unterricht, sondern vielleicht einen 2, 3 Unterrichtseinheiten in einer Weise gestalten, dass eine Aufgabenstellung vollständig bearbeitet werden kann. Ein Begriff, der über die Handlungsregulationstheorie, den Konstruktivismus und das Lernfeld ebenfalls transportiert wird, ist der Begriff des Handlungsfreiraums. All diese Anforderungen können Sie nur übernehmen, wenn Sie auch einen gewissen Freiraum haben, sowohl im Lernen als auch im Arbeiten selber zu entscheiden, selber zwischen verschiedenen Möglichkeiten der Bearbeitung der Lösung zu wählen. Sie müssen also von dem, was Sie frontal vorgeben, aus einem ausgewählten Inhalt im Sinne einer Instruktion verwenden können, für den Konstruktivismus sich abwenden und sagen, wir müssen eine Aufgabe stellen, wo die Lernenden auf ganz unterschiedliche Weise mit umgehen können. Diese Nutzung von Handlungsfreiraum und das sich selber ausbilden in der Arbeit mit Handlungsfreiraum gehört selber zu dem Bildungsprozess dazu. Ja, und das wäre etwas, was hier in dem didaktischen Konzept notwendig ist, dass man nicht bis ins Detail vorplant, was dann mit der Aufgabe im Einzelnen geschieht, sondern dass diese definierten Handlungsspielräume in der Art und Weise, wie die Lernenden mit einem Thema umgehen, notwendigerweise enthalten sein muss. Das ist ein notwendiger Bestandteil des didaktischen Konzepts, dass die Lernenden selber Freiraum haben, wie sie mit den Aufgabenstellungen umgehen. Dabei soll jetzt nicht einem vollkommen entgleiten, dass sie sich nachher mit vollkommen anderen Dingen beschäftigen, aber es sollte eben ein sinnvoller Freiraum auch vorhanden sein. Ja, das wäre von meiner Seite eigentlich das Ziel, das Zielmodell und der Zielbegriff, auch Lernfeldkonzept. Ich habe in der Literaturliste auf Bader unter anderem hier hingewiesen, an der Entwicklung des Lernfelds als ein Leitkonzept, die Didaktik in der beruflichen Bildung zu setzen, wesentlich beteiligt war, dann Anfang der Jahre, wo das schon im neuen Jahrtausend war, auch dazu einiges veröffentlicht hat. Es gibt ja eine Fülle von Literatur, es gibt eine Fülle von konkretem Material. Wenn Sie in die Lehrbücher, in die Unterrichtswerke für die Ausbildung der Gegenwart hineinsehen, sind die alle entsprechend des Lernfeldkonzeptes strukturiert. Das heißt, Sie finden in den Werken entsprechende Aufgabenstellungen, die im Rahmen der Ausbildung bearbeitet werden. Und es gibt auch in der Zeitschrift, die unter anderem von Martin Fischer mit rausgegeben wird, der Online, BWP Online, die in Hamburg
herausgegeben wird, gibt es Schwerpunkthefte, die sich auch mit der Erfahrung, mit dem Lernfeldansatz beschäftigen. Also falls Sie in diese Richtung arbeiten, dort gibt es eine Fülle von Literatur, an der Sie, denke ich, auch in Ihrem Artikel ganz gut anknüpfen können. Mein Eindruck war, dass mit den Themen, die Sie zum Teil jetzt hier auch ins Spiel bringen, das, sagen wir, sehr gut möglich ist und sich sozusagen anbietet auf das didaktische Konzept des Lernfeldes und damit auch des Konstruktivismus hier einzugehen. Ich habe das jetzt hier sozusagen heute nur unter Rückgriff auf Stichworte vorgetragen. Möchte aber nochmal wirklich auch hervorheben, dass es hier eine entsprechende Menge an Literatur und Material gibt, das Sie leicht auch finden und verwenden können. Wenn Sie dabei Schwierigkeiten haben, können Sie mich dann natürlich auch noch wieder kontaktieren, kann ich Ihnen noch Hinweise geben. Ich habe jetzt hier erstmal nur den Hinweis auf Bader aufgenommen. Karin Büchter übrigens, eine Professorin, die auch in Hamburg tätig ist, hat die Gegenüberstellung von Allgemeinbildung und Berufsbildung, die ich eingangs thematisiert habe, also dieses Schisma in gewisser Weise, was eben auch zwischen Allgemeinbildung und Berufsbildung existiert, thematisiert. Und die anderen, da habe ich ausgewählte Literatur hier noch gelistet. Können Sie reingucken, wäre eine Empfehlung, ohnehin, dass Sie nicht die Vorlesung als ausschließliche Informationsquelle nehmen, sondern eher als Anregung in der einen oder anderen Weise sich selber zu orientieren. Ja, das war jetzt vielleicht auch sehr viel. Vielleicht nächste Veranstaltung wird wieder anschaulicher. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.